Wow! So, Ultimate Bruce Lee ist wieder angesagt. Ich habe letztes Mal gesagt, dass jetzt der Retro Lee dran ist. Ich habe mal zwischendurch nochmal hier so ein, welches war denn das? Bruce Thron hatte ich mal genommen. Hatte ich auch mal durchgespielt, aber ich werde es trotzdem zeigen. Da hat sich dann hier der Survival Mode freigeschaltet. Und ja, wie gesagt, der Bruce Thron Ding, da kommt dann auch noch. Erstmal kommt jetzt der Retro-Lee dran, da hatten wir auch schon reingeguckt. Und ich würde mal sagen, los geht's. Mal gucken, wie weit ich komme. Ui, laufen kann aber schneller hier irgendwie. Ja, irgendwie geht's schneller. Sehr schön. Ui. Wow. Das war nicht so geplant. Aber hier gibt es die Boxer nicht so, wie es aussieht. Dieses Wackeln, das geht dann auch so ein bisschen auf den Keks zu. Meine Güte. Huh. So. Aber sehr geil gemacht dafür, dass es Freeware ist. Hat das Spiel ziemlich viel zu bieten. Survival Mode habe ich auch schon mal reingespielt. Ich habe es auch schon früher einmal durchgespielt. So ist es nicht. Ich kenne es ja. Und, ja, es gibt nicht nur diese Level, also diese Screens, die man ablaufen muss und diese, Lampen, habe ich sie früher mal genannt, einsammeln muss. Sondern auch, ja, einfach nur Gegner so ein bisschen umhauen. Oh Gottes Willen. Oh, Schwein gehabt. Ja, daran kann ich mich noch erinnern und dann war da, was ich was das wenn man alles freigespielt hat. Das letzte, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist auch schon, jo, ein paar Jährchen ist es her, wo ich das mal gespielt hatte. So, na, bislang geht es ja ganz gut. Das war jetzt eigentlich mehr Glück gewesen, ich wollte da noch gar nicht runter. Das ist so gut auf. Wow. Auf Kopf. Na, ja. Das ist jetzt momentan richtig fies hier. So, das ist dann doch noch geklärt. Ach ja. So, Ton nimmt auch auf, das ist Wunderbärchen. Es geht wirklich schnell hier. Also ich bin auch nochmal auf das andere gespannt, was da noch alles so freizuschalten ist. Das Retro kenne ich halt schon und Ton auch. Aber da gibt es ja noch einiges mehr. Ist das Mikrofon im Weg hier, ich sehe nichts. Jo, Musik, fangen wir an. Hui. Eigentlich müssen wir jetzt mal räuspern, so richtig schon so. Ja. Schwein gehabt. Also hier scheint es auch zu gehen, dass man einfach geradeaus runterspringen kann. Das ist sehr schön. Eigentlich könnte ich das dann auch nochmal vom C64 aufnehmen. Es gibt es doch schon zigmal auf YouTube, aber um das erstmal zu komplett zu haben, könnte man das eigentlich mal in Angriff nehmen. Mal gucken, auf was für Plattform ich das noch so kriegen könnte. Es gibt es ja, wie gesagt, auf dem CPC. Und hast nicht gesehen, wo überall. Muss ich mal mich schlau machen. So, rüber.
Einmal kurz in den Arsch treten und abhauen. Und schwupps und runter, jawohl. Bislang hat mich noch gar kein Ritter so richtig getroffen, oder Ninja sind es ja hier. Alle drei zusammen tot. Schwupps. Das ist schon scheiße, wenn man doof ist. Nee, scheiße, Mann. Ach ja. Ach nee, du. Ach, das war jetzt selten dämlich. Oh Mann. Mist. Das wollte ich gar nicht. Das muss man mir jetzt glauben. Ich sollte mich wieder genau so hinlegen und warten, bis alle drei da sind. Ach ja. Ich will es schaffen. Das ist natürlich klar, ne? Diese Minen sind aber auch ziemlich gemein. Das war doof. Leben. So, da kann mir keiner mehr eine Quere, hier auch nicht. Sehr schön. So, jetzt muss ich auch nochmal nach ganz oben. So, und gleich kommen wir wieder diese Nadelbänder, oder wie das, was das auch für Sachen sein sollen. Zappalopp nochmal. Ach, jetzt wollte ich doch gar nicht darüber. Jetzt habe ich es geschafft. Das war ja mal wieder typisch. Nur zwei Leben noch. Mal gucken, wie es ausgeht. Jetzt wäre ich bei einer Mine stehen geblieben. Nur meine Güte. Was ist jetzt los? Jetzt abgeschmiert hier. Kurzer Frameinbruch, sehr schön. So, und das letzte. Einmal langlaufen wieder und einmal danke. So, zwei Leben. Aber ich habe mir da auch schon einen Trick zusammengesucht. Ja, so nicht. Da hätte ich jetzt springen müssen. Da scheiße. So ein Blödsinn. Die Musik gefällt mir übrigens. So, das sieht gut aus. Super, super, super. Dann haben wir es ja gleich schon wieder. Wir hoffen, dass ich den nächsten Screen dann auch noch schaffe, das mit diesen Punkten oder, ne, Autos, was weiß ich, wie es hier beim Retro ist. So, schwupp, schwupp und rüber. Die sind ganz schön schnell. Am einfachsten habe ich ja auch festgestellt, ist es, wenn beiden hier unten parallel sind. Nur geh da hoch, du Depp. Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch. Jo. Ja, doch, hier ist es recht einfach. Na gut, dann haben wir das ja. Und schwupps. Hui, Endgegner besiegt. Sehr schwer. Und da haben wir die Million. Sehr schön. Diesmal sogar ein Leben noch übrig. Besser als letztes Mal. Sehr schön. So, Game Over. Haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet? Bin ich ja mal gespannt. Glaube ich nicht.
Nö. Nun gut, was brauchen wir denn hier? Complete Survival to Unlock. Ja, das... So, Unlock All Modes. Find All Stages to Unlock. Kill 25 Jammus, also die Boxer. So, dann würde ich sagen, nächstes Mal ist der Thron dran. Gucken wir nochmal kurz rein und dann... Ja, ne? Auch schöne Musik im Hintergrund. Nun gut, das kommt dann beim nächsten Mal dran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.